Isar 12. Hier Isar 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. Isar 12 fährt. Richtig. Das ist aber nett, Frau Greitmeier. Ja, das ist ja selbstverständlich. Was macht er denn, der Ärmste? Geh mir in die Küche. Also, jetzt sagen Sie, was macht er denn? Ja, gerade hat er sich ein bisschen niedergelegt. Das ist recht. Gott sei Dank hat er kein Fieber. Ja. Setzen Sie ihn da. Ja, danke schön. Gerade habe ich ihm einen schwarzen Tee gekocht. Das hätten Sie besser nicht gemacht. Schwarzer Tee regt zu sehr auf. Wissen Sie, einer Mann muss jetzt erst einmal völlig entspannen. Aber jetzt eine Chance. Da habe ich was. Da geben Sie ihm jetzt alle Stunden 3 Tropfen ins Ohr rein. Verstehen Sie mich? Ja, wer hat's doch im Hals? Haben Sie noch nie was von Prophylaxe gehört? Mhm. Also. Riechen Sie mal da. Ja, ja, aber ob er das trinken wird? Aber okay, das ist doch kein Tee. Aha. Sagen Sie, da werden Wickel davon gemacht. Brustwickel. Verstehen Sie? Ach so, ich verstehe. Das wird aufgebriert und... Ja, sagen Sie mal. Ist er das vielleicht? Wer denn sonst? Ja, der ist ja nicht ganz gescheit. Ja, das war ja noch schöner. Krank sein, auch noch singen. Jetzt gehen sie gleich rüber und sagen sie, er soll stark sein. Ja, singen tat der noch. Ja, wissen Sie, er meint halt immer noch, er könnte heute Abend mitsingen. Mitsingen? Ja, im Polizeikorps. Die haben doch heute Abend eine Abschiedsfeier. 4 Beamte gehen in Pension. Ja, jetzt geht mir ein Licht auf. Deswegen das Geblär. Sie, aber das sag ich noch gleich. Da wird für nichts draus, gell? Mein Gott, na, das wäre ja schrecklich. Warum? Ja, wissen Sie, 2 Kollegen vom Chor sind doch erkrankt und da darf er Aushilfe machen. Mein Gott, er freut sich schon die ganze Zeit drauf. Deswegen probiert er doch alle Tag. Ja, mei, da müsstet man halt schauen. Da hilft nur eins. Haben Sie Zwiebeln daheim? Ja, schon. Also gut, jetzt kommen Sie. Das ist ein Anis. Alandwurzel. Das ist Salbei. Und das ist, nein, das ist nicht. Das ist Brunnengrüße. So, und jetzt machen wir einmal einen gescheiten Tee und nicht so einen Schmarrn, den man beim Kramer kaufen kann. Ja, wenn Sie meinen. Ja, mach es zu, komm, setzen Sie Wasser auf. Ich helfe Ihnen nachher gleich. Ich bin wieder da. Grüß Gott, Frau Kreitmeier. Ist dir gut, Schossi? Ist dir gut? Ja, was wird nachher das? Ein Tee? Für den Vater? Ein Tee? Ja. Magst du auch einen? Nein, lieber nicht. Du, vorbeugen ist besser wie heilen. Gell, Frau Huber? Ich hab's jetzt eilig. Ich muss in die Schule. Sonst erwische ich dran, war nimmer. Und einen schönen Gruß von Herrn Neureuther. Und er wünscht dem Papa gute Besserung. Ist schon recht. Ja, Sie sind gut. Ich verdue meine kostbare Zeit, um Ihrem Mann zu helfen. Dabei schicken Sie einen Schorsch in die Apotheken. Ja, aber Frau Greitmeier, das müssen Sie doch verstehen. Denn gar nichts verstehe ich. Das heißt, ich verstehe sehr gut. Sie meinen, dass der Neureiter Ihren Mann kurieren könnte? Ja, ich hab mir halt gedacht. Ich weiß schon, was Sie denken. Sie meinen, die Greitmeierin ist blöd. Die kann man ausnutzen. Aber da haben Sie sich getäuscht, Frau Huber. Ich gehe. Ja, aber Frau Greitmeier. Soll doch Ihr Mann schauen, wie er singt heute auf Nacht. Aber ohne mich. Ja, aber ich. Nein, nein, lassen Sie ihn nicht aufhalten. Ich finde meinen Weg schon. Ist sie weg? Ja, ich denke, das hat man gehört. Beleidigt ist er, weil der Schorsch gerade mit den Tabletten aus der Apotheke gekommen ist. Ja, was lässt du denn mit der überhaupt erst ein? Aber geh, du weißt doch, dass sie uns auch manchmal gefallen tut. So. Erst gestern hat sie wieder das Geld ausgelegt für den Busboden. Und was wird noch das da? Der Greitmeier in ihrer Tee. Ab 40 Uhr. Und den soll ich dringen? Ja, sag mal, spinnt sie? Aber alles. Wie wirst du ausschaut, du Erinner? Mein Gott, und stinger tut's. Mach bloß Fenster auf, ich geh wieder. Ja, legst du wieder hin? Nein, ich häng die Rohkreuzflocken aus. Ah, der Herr Dombrowski. Grüß Gott, Frau Huber. Na, wie geht's denn dem Patienten? Ja, nicht, dass Sie ihn abholen kommen. Der möchte halt unbedingt in den Dienst gehen. Oh, müssen Sie doch verstehen, Frau Huber. Wenn die den Alois schon mal mitsingen lassen. Ah, ich höre schon. Probe, ma? Alois, der Dombrowski ist da. Ja, ich komm gleich. Und dabei ist er so unvernünftig. Gurgeln tut er ja. Aber glauben Sie, er würde eine Medizin nehmen?
Wissen Sie, vielleicht könnten Sie ja mit ins Gewissen reden. Ich glaube nämlich bestimmt, es wäre gescheiter, wenn der alles heute nicht zum Dienst geht. Aus so einer Erkältung kann doch eine Grippe werden. Und was ist, wenn er die anderen alle ansteckt? Da macht er nur keine Sorge. Mein Hals ist desinfiziert. Damit stecke ich niemand an. Servus, Dammel. Tag, Alois. Na, was macht die Stimme? Meinst du, du wirst es schaffen heute Abend? Das fängst du auch noch. Aber warten ab, du wirst es schon sehen. Also, ich verstehe das nicht. Hat einer so eine nette Frau und ein nettes Kind? Gemütliches Zuhause? Das ist alles nicht genug. Da muss er auch noch singen. Ja, ja, und mit dem Hals. Willst du nicht doch ein bisschen was probieren von dem Tee? Den Tee kann trinken, aber will ich nicht. Also, ich habe ja für so einen Fall immer ein ganz privates Hausmittel. Das ist völlig unschädlich und hilft garantiert. Du kannst mich gern haben. Ich hab die Nase voll von den sogenannten Hausmitteln. Ja, wer nicht will, der hat schon. Dann schieben wir mal los. Wiederschauen, Frau Huber. Auf Wiedersehen, Herr Dombrowski. Und passen Sie mir gut auf, mein Alois. Mach ich. Ja, ja. Vierte. Sag mal, was hast du jetzt eigentlich für einen gekauft? Ach so, ja, einen Gebrauchtwagen natürlich. Na ja, aber was für einen? Abwarten, unten steht er. Nicht schlecht, sag ich. So ein größenwahnsinniger Steher da ist es. Ja. Der. Ja, nicht Wagerl. Heißt der Wagerl. So sagt man halt bei uns. Ja, bei uns heißt es Limousine. Na, also dann. Nettes Limousinchen. Der hat ungeheure Vorteile. Wenig Benzin, leicht zu parken und das Schönste. Wenn ich hier mit Else drin sitze, ist der Wagen voll. Da passt keine Verwandtschaft mehr rein. Die sind vielleicht sauer. Oh. Ein bisschen eng, hä? Ach, das gewöhnt sich. Also, viel ich weiß, haben wir heute Wagen waschen. Ich glaube, die Bewegung wird dir gut tun. Schadet deiner Stimme nicht. Ach, heute dein Goschen. Da kommen wir mal her, da. Ich denke, du sprichst nicht mehr mit mir. Schau dir mal deinen Kotflügel an. Das heißt ja mein Kotflügel. So viel ich weiß, steht mein Wagen draußen. Ach, was für eine kleine Kratzer hier, Mensch. Den wirst du jetzt eben reinpoliert haben, wa? Na, geh weiter, mach keine Faxen. Ja, der Quatsch ist von vorgestern. Das war's Quatsch. Wenn's der Karren war, dann war's bestimmt kein Quatsch. Das heißt ja Karren, Mensch. Drück dich mal ein bisschen vernünftig aus, ja? Vorhin in den Dienstzimmer ist einer sogar sehr vernünftig ausgedrückt. Ja? Auf echt Hochdeutsch. Ah, ja. Der Dombrowski hat jetzt auch so einen Nuckelbinnig gehabt, hat er gemeint. Wer war denn das? Wie weit seid's denn? Ja, wir haben's gleich. Hört's auf jetzt. Ihr müsst sowieso gleich ausrücken. Wir haben einen tollen Betrieb heute. Übrigens, Dombrowski gratuliert zum neuen Wagen. Na bitte. Na sag schon, wer war's? Was? Na, der mit der Nuckelpinne. Was ist denn auch, wenn du das sagst? Das werde ich mal ganz genau überlegen. Wer fährt zur Praterinsel? Ist er 12? Bei der Praterinsel soll angeblich ein kranker Mann liegen. Ein Bub wartet dort auf Sie, an der Marianenbrücke. Ist das wohl verstanden, wir fahren. Richtig. Weißt du, wo er ist? Alle Kleider drin. Na, schauen wir nach, schlag ein. Thank you.
mein, ist dieser Krampf. Der fährt rein und aus ist, Mensch, die. Wie ist das? Ja, wo fällst du denn? Ja, Wachmeister, im Fuß. Sind Sie verletzt? Nein, nein. Bloß der Krampf ist in mich reingefahren. Aber schon was für einer. Gerade umgehaut hat es mich. Wenn der Bub nicht daherkommen will, liegen die jetzt hilflos da. Ich danke dir schon, dass du Funkstreifen geholt hast. Ja. BRK? BRK? Was ist das noch? Das Bayerische Rote Kreuz. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Wo ist das, in ein Krankenhaus oder zum Arzt? Nein, nein, nein. Bloß dies nicht. Wenn sie mich daheim abliefern würden, dann lange Zeit, gell? Ich probier's jetzt nochmal. Ja, kommen Sie, helfen noch. Au, au, jetzt ist wieder sakrisch hineingefahren. Normalerweise müsste man. Nein. Probieren wir es nochmal. Wenn Sie mir bitte noch ein bisschen helfen würden. Ja, Fralli. Ja. Du, Burli, weißt du so gut, bis wir den alten Herrn beim Wagen drum haben, dass du das andere Sachen aufdruckst? Fralli, ja, wach. Na, wer gestern? Na, jetzt geht's ein wenig besser. Bloß in letzter Zeit hat mir der Ischia stark in der Reißen. Dass sie aber bei so einem Wetter angeln müssen. Ja, das ist meine Leidenschaft. Das kann ich nicht mehr lassen. Wenn ich daheim bleib, werde ich höchstens krank. Na, wenn sie angeln gehen, anscheinend auch. Na ja, da hab ich recht. Was aber der richtige Angler ist? Nee, das wäre nicht für mich. Mein Kollege ist ein alter Tierfreund. Bei dem finden sie kein Verständnis. Ja, ich bin auch ein Tierfreund. Na, wissen Sie, die Kleinen, die lass ich immer wieder sausen. Bloß die Größen interessieren mich. Haben sie was gefangen? Ja, ja. Da schau's. 2 Stück hab ich. Wollen sie einen haben? Nein, dankeschön. Na ja, einen könnt ihr schon überlassen. Da sind sie bei meinem Kollegen an der falschen Adresse. Wieso? Es gibt nämlich 2 Dinge, die der Alois nicht leiden kann. Das eine ist Fisch und das andere sind Preußen. Da vorne, bitteschön. Wenn's halten dann, gell, dann war ich gleich daheim. Ja, wieso denn? Sie haben doch gesagt, Sie wohnen auf Nummer 86. Das ist doch erst 18. Na ja, das schon, aber... Na ja, wir bringen ihn schon von der Haustür hin. Auf die paar Schritte kommt's auch nicht mehr drauf an. Ja, nein, bitteschön. Wissen Sie, es ist wegen den Nachbarn. Und meine Frau wird ja so narrisch, wenn ich aus so einem Wagen aussteige. Na, da würde ich doch sagen, halten wir an. Von wegen dem häuslichen Frieden, weißt du? Und ich krieg wenigstens den Fischkuchen aus dem Wagen. Ja. Da hätten wir's wieder, gell? Hey. Geht's gut. Ja, schön. Geht's gut. Sieh dir mal den Alten an, der läuft ja wie ein Wiesel. Hast gesehen, was der unter größere Fisch versteht? Für mich spinnt der ein bisschen. Der ist sogar ganz besonders, Helle. Da glaubst du vielleicht, dass zum ersten Mal, dass der sich von der Streife nach Hause fahren lässt? Dem seine Krampf kenne ich, du. Der ist bloß so faul zum Laufen. Na, warte, mein Junge, Wiedersehen macht Freude. Isa an 12. Hier ist er 12. Anton. Fahren Sie Revier 13, Sie werden dort erwartet. Richtig. Was tust denn du da? Ein schöner Gruß von der Mama und da ist der Tee für dein Hals. Da lass mich extra herrufen, da, jetzt im Dienst. Nein, der Tee ist doch für dein Hals. Wenn ich einen Tee brauche, dann kaufen wir schon einen. Du Papa, mit deiner Stimme ist es schon viel besser. Komm, geh jetzt heim. Du Papa, der Mappe, da wäre noch mal Geschichtsarbeit. Ja, aber was soll denn ich damit? Ja, ich hab mal gedacht, dass du mal reinschaust. Wenn du keinen Einsatz hast, brauch nämlich noch einen guten Schluss. Aha, jetzt hör doch bloß einmal den Burmo. Sag mal, wir wollen das mit dem selber machen, ha? Ja, ich hab da heute Vormittag in der Apotheke müssen. Meinst du, dass ich dazugekommen war? Das verrecken nicht. Ja, wie redst denn du überhaupt? Ja, komm schon, Alois, steig ein. Wir werden mal sehen, was ich machen lässt, gell? Dankeschön, Herr Dombowski. Servus, Papa. Freut euch nur jetzt früher, du Lauser. Isa 12, sind Sie wieder einsatzklar? Jawohl, 12 ist einsatzbereit. Bei der Marianenbrücke haben Spaziergänger eine Katze entdeckt, die sich angeblich im Wasser befindet. Richtig. Wir fahren hier und schauen nach.
Straße kommen, Frau Zür. Da siehst du, du kannst ja schon wieder lachen. Ich hoffe nur, dass dir das Lachen nicht vergeht. Na, erstens handelt es sich um ein Tier. Da bist aber du zuständig. Und zweitens steht die Katze im Wasser. Du wirst dann nicht mehr ernst glauben, dass ich mit meinen kranken Häusern. Ne? Gekommen ist. Mei, die haben sicher ersäufen wollen. Ja, ja, ich sag's ja, Menschen gibt's. Was so ein Netzkatze. Und gewiss haben's das arme Viecherl vorher noch in den Sack nicht. Kann eine Katze schwimmen? Ja, ich glaub schon. Geh, Frau Nachbarin. Nee, sieh, da bin ich für überfragt. Aber eigentlich müsst schon schwimmen können, hä? Ich weiß ganz genau, was diese Biester können. Vögel fressen. So, und von den meisten fangen sonst nix. Gibt's vielleicht bei Ihnen zu Hause Mäuse? Funkstreifen nur nicht deutsch. Die wird zu kommen, gell? Dass ich nicht lache, Funkstreifen. Als ob die nichts anderes zu tun hätten. Ach, so einer wie Sie, der kehrt. Na, na, sprechen Sie sich ruhig aus. Da kommt ja schon die Funkstreife. Da unten sitzt. Ja, was tun wir denn jetzt, Herr Wachmeister? Ja, wenn Sie mich fragen, Herr Wachmeister, da gibt's doch nur eins. Da mal, wir brauchen ein Seil. Gemacht. Grüß Gott, Bernhard. Grüß Gott. Was wollen Sie denn mit dem Seil? Ich denke, Sie sind von der Funkstreife und keine Gebirgsjäger. Warum gingen auch Sie nicht runter? Ich habe keine Zeit. Ach, du bringst die Mordel. Ja, Mietzele. Komm, Mietzele. Ja, komm zu Papi. So ist brav. Geh, meine Herren, häuft's mal ein bisschen. Also dann, auf geht's! Los! Nice, die hier! Die wird eine schöne Angst gehabt haben. Darf ich mal heute? Na, pass aber auf, dass er nicht wegläuft, hörst du? Erkennt jemand die Katz? Na, eigentlich nicht, Herr Wachmeister. Sehr, so, dann musst du ins Tierasyl. Wir könnten schon nehmen, Herr Wachmeister. Was meinst du, Elfi? Mhm. Ja, mir ist recht, aber wenn sich jemand meldet, dem das Katzerl gehört, dann müssen sie es vielleicht zurückgeben. Verstehen Sie? Selbstverständlich, Herr Wachmeister, ist die Lösung. Ja, dann brauche ich nur noch Ihre Personalien. Komm uns mit zum Wagen, ja, komm her, bitte. Zirkt's gleich. Du, Alois, hör mal. Was dein Halsweh betrifft, da wüsste ich ein gutes Mittel. Ja. Völlig unschädlich und das hilft garantiert. Dann nimmst du alle halben Stunden ein kleines Gläschen. Wirst du mal sehen. Du hast da bloß Blödsinn im Kopf. Ach, wieso ein Blödsinn? Du wirst mal sehen, du. Meine lieben Kollegen, wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir ein paar Kollegen verabschieden müssen, die nach jahrelanger treuer Tätigkeit aus dem Polizeidienst ausscheiden. Als Chef der Funkstreife ist es mir ein besonderes Anliegen, diesen Kollegen für ihre aufopferungsvollen Dienste, die sie während ihrer Zugehörigkeit zu meiner Abteilung geleistet haben, meinen allerherzlichsten Dank auszusprechen. Ich glaube, Sie wissen alle, dass ich kein Freund von großen und langen Reden bin. Und deswegen möchte ich jetzt lieber unseren Kollegen Herlitz bitten, dass er uns mit seinem Chor ein recht schönes Lied anstimmt. Schon los, wa? Los geht's gut. Die Ansprache vom Chef hast du schon versandt. Oh, war die Herr Gott auferstund, dass sie dich glücklich machen kund. Ich schaffe dir, so mein Engel schwind. Ich seh doch den Huber gar nicht. Der ist doch nicht da, der hat's doch im Häuschen. Ja, wir haben ja die Medizin gegeben. Mensch, wie verrückt.
muss sofort hin. Was? Bleib doch da, ist doch eh schon spät. Schaust halt nachher zu ihm lieber. Also ich warte und warte, stehen mir die Bienen im Bauch und der kommt nicht. Nein, zuerst ist ja alles gut gegangen. Nach zwei Gläsern hat er gesungen wie eine Nachtigall. Und dann hat er die Flaschen nimmer auslassen, bis leer war. Damit es auch ganz gewiss klappt, hat er gesagt. Mir hat es nur gewundert, auch, weil er doch sonst nie eine Medizin nimmt. Und jetzt hören Sie ihn einmal das an. Tja, Alois. Ich habe extra noch gesagt, kleine Gläschen. Ja, sagen Sie mal, was war denn das eigentlich, was Sie ihm gegeben haben? Was es war? War so gut wie reiner Alkohol.